zögerte das Unausweichliche hinaus, nahm die letzte Dosis, um die nötige Klarheit für meine letzten Aktionen zu bekommen. Was ich hier erschuf, was ich hier getan habe, darf nicht umsonst gewesen sein. Das Rettungsboot funktioniert nicht ohne den CFR, die Gegenmaßnahme. Ich hatte eine Vision. Ich sah Jack am Swimmingpool. Er hatte das Gerät. Dort muss ich ihn aufhalten. Dort muss ich jetzt hin. Dort wird alles enden. Liam Burke hat den Auftrag, die CFR-Kammer zu bewachen. Ich weiß, er wird scheitern, aber wenigstens wird er Jack aufhalten, dafür sorgen, dass er Schmerzen leidet. Jetzt muss ich den Job beenden. Wisse, dass alles, was ich tat, notwendig war, um unser Überleben zu garantieren. Jedes verlorene Leben war ein Opfer für unsere Zukunft. Mein Kampf geht heute zu Ende, aber Monarchs hat erst begonnen. Das Ende der Zeit kann nicht verhindert werden, aber wir sind gewappnet. Wir werden überleben. Wir werden überleben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Krankheit überhand nimmt. Ich zögerte das Unausweichliche. 11. September 2001. Es ist passiert. Zum zweiten Mal. Die Flugzeuge schlugen ein. Die Türme fielen. Ich tat alles, um es zu verhindern. Traf alle Maßnahmen, warnte sie. Immer wieder. Doch genau wie bei allem, was ich zu verhindern versuchte, ich versagte. Es geht einfach nicht. Ich lebe in einem Zyklus, der unveränderlich ist. Und ich weiß, wohin er führt. Ich dachte, ich könnte das Ende der Zeit verhindern. Ich kann nicht. Aber ich kann diese Macht zum Überleben nutzen. Sicherstellen, dass, wenn die Zeit endet, das Leben bleibt. Ich richte Monarch neu aus. Wir werden etwas entwickeln, um den Effekt des Risses zu begrenzen. Wir werden Waffen entwickeln, um gegen die Feinde bestehen zu können, die auf uns warten. Ich ging zurück in Williams Labor. Die Zeitmaschine ist weg. Er arbeitet an irgendeinem neuen Gerät. Es gibt keinen Zweifel, dass sie damit zu tun hat. Ich muss mich zurückhalten. Ich greife ein, wenn der Moment kommt. Ich baute ein Imperium. Jetzt will ich es benutzen. Juli 2010. Vor einer Woche haben wir ein Gerät aus Williams Labor geholt. Dr. Kim glaubt, dass wir es an unser Rettungsbootprotokoll anpassen können. Der Schlüssel zum Überleben. Ich tötete sie. Das erste Opfer im Namen der Mission. Ich sah es in ihren Augen, sie hätte das, was jetzt kommt, nie akzeptiert. Ich bete, dass ich nie in Jacks Augen schauen muss und das Gleiche sehe. Ich werde es ihm erklären. Er wird verstehen. Kennen Sie das Rettungsbootprotokoll? Ja. Das Projekt sollte unser Überleben nach dem Ende der Zeit sicherstellen. Das Rettungsboot war für 300 Menschen. Was ist mit den restlichen 7 Milliarden? Diese 300 Menschen wurden speziell ausgewählt, da sie es waren, die die besten Chancen hatten, eine dauerhafte Lösung für die Wiederherstellung des Joyce-Felds zu entwickeln, um so die menschliche Rasse vor den Gefahren durch das Ende der Zeit zu schützen. Sie haben die Gegenmaßnahme gestohlen, den CFR. Das Gerät, das für den Betrieb des Rettungsboots notwendig ist. Sie haben Monarchs Überlebensplan absichtlich sabotiert. Sind Sie immer noch der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war? 300 reichen einfach nicht.
Verraten Sie mir doch, ob Ihnen diese Namen etwas sagen. Fiona Miller. Nein. Charlie Wincott. Nein. Beth Wilder. Aber das wissen Sie doch. Ich habe keine Zeit für sowas. Sie sind miteinander verbunden. Es ist schwer zu glauben, dass Sie einen kennen, die anderen aber nicht. Es sind alles Verräter Monarchs, die alle... Verräter? Sie sagen, es sei Monarchs Mission, uns vor den Gefahren der Zukunft zu retten. Beth hat ihr gesamtes Leben dafür geopfert. Das Einzige, das den Riss aufhalten konnte. Ihr Opfer allein hat es gerettet. Alles, was Sie gebaut haben, alles, basierte auf diesem Gerät. Ein Gerät, für dessen Schutz sie starb. Und sie ist die Verräterin? Ihr Plan war fehlerhaft und Sie geben ihr die Schuld, weil sie einen Weg gefunden hat? Sie schulden ihr alles. Ich dachte, Sie kannten sie kaum. Nächste Frage. Sprechen wir über Zeitreisen. Ja, kann ich keinem empfehlen. Ich würde gerne alle Zeitreiseereignisse durchgehen, damit wir alles richtig verstehen und nichts außer Acht lassen. Okay. Sagen Sie, wenn Sie den schon kennen. Sagt der Barkeeper, wir bedienen hier keine Zeitreisenden. Kommt ein Zeitreisender in die Bar? Nein? Nicht mal ein Lächeln? Okay. Danke. Sehr hilfreich. Tja, hartes Publikum. Februar 1999. Es ist 9 Uhr abends. Er ist weg. Serene ist weg. Als Emeril mich durch die Maschine geschickt hat, dachte ich, ich würde auf der anderen Seite die Lösung finden. Das Gegenteil war der Fall. Das Ende der Zeit. Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Seit ich 8 Jahre alt war, hatte alles, was passierte, einen Grund. Nichts konnte geändert werden. Alles war vorgegeben. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn das, was ich gesehen habe, stimmt, dann wird alles, was wir tun, um es aufzuhalten, fehlschlagen. Und wenn das stimmt, was machen wir dann hier? Und wozu? Ich kann nicht aufgeben. Ich werde den Kreis schließen. Eine Lösung finden. Es gibt noch Hoffnung. Ich muss einfach daran glauben. 4. Juli 2010. Ich habe versucht, es zu verdrängen. Was ich gesehen habe. Das Unvermeidliche. Das Ende der Zeit. Ich wollte glauben, dass Jack recht hatte. Dass es nie dazu kommen würde. Nicht mehr. Ich habe eine Lösung gesucht. Ein Ausweg. Irgendwas. Jacks Eltern sind bei einem Unfall gestorben. 1999. Ich dachte, dass ich das vielleicht irgendwie verhindern könnte. Wenn das möglich wäre, dann... Ich habe versagt. Jedes verdammte Mal. Jedes verdammte Mal, wenn ich was aufhalten wollte. Es ist unser Schicksal. Das Gute und das Böse sind untrennbar mit diesem Pfad verbunden, der nicht geändert werden kann, von dem wir nicht abweichen können. Es spielt keine Rolle, ob wir Erfolg haben oder versagen. Es wird eintreten. Ich sehe es jede Nacht in meinen Träumen. Es bringt mich um meinen Verstand. Das Ende der Zeit naht. Und um nicht komplett wahnsinnig zu werden, muss ich mich auf die Gegenwart konzentrieren. Das Greifbare. Das Hier und Jetzt. Aber heute... Heute ist es anders. Mein ganzes Leben lang hatte ich eine Mission. Ich werde es zu Ende bringen. Auch wenn es keine Hoffnung gibt. Auch wenn wir versagen. Das ist, was ich machen muss. Und ich weiß, was jetzt kommen wird.
Dies wird mein letzter Eintrag sein. Es ist der 2. April 1999. Ungefähr einen Monat nach dem Zwischenfall. Nachdem der Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Nach Wilder. Ich habe die Maschine weggebracht. Versteckt. Ich wünschte, ich könnte sie zerstören, aber... ich wollte nur so wenig erfahren wie möglich. Je mehr du weißt, was passiert, umso schlimmer wird es sein. Wir sind nur Marionetten. Ich kann das aushalten, solange ich den Unterschied nicht erkennen kann. Ich denke, sie hat es verstanden. Es macht doch keinen Unterschied. Sie hat mir gesagt, dass der Riss kommen wird. Wegen dem, was ich tat. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss... Ich weiß noch nicht wie. Ich muss eine Art Gegenmaßnahme bauen. Ich kenne die Theorien des Zusammenbruchs des Felds, aber es stoppen oder gar rückgängig machen. Das benötigt Jahre der Forschung. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie ich das bezahlen soll. Keine Ahnung. Wilder ist aus der Zukunft. Und sie kam zu mir. Ich muss davon ausgehen, dass ich Erfolg hatte, oder? Warum wäre sie sonst hier?